Milder MS-Verlauf dank entzündungshemmender Tricks. Darum geht es hier in diesem Video. Es wird behauptet, du musst nur eine MS-Therapie machen, um deinen MS-Verlauf aufzuhalten und sonst nichts. Es wird gesagt, dass du nichts machen kannst, außer lernen, damit klarzukommen, dass du jetzt die Diagnose MS hast, also unheilbar krank bist. Es wird behauptet, dass die Chancen auf einen milden MS-Verlauf am größten sind, wenn hit hard and early vorgegangen wird. Also je früher und je intensiver und härter eine Therapie ist, dass deine Chancen dann am besten stehen. Frag mal ein Patient, was kann ich denn zusätzlich noch tun zu meiner Therapie? Wird oft einfach nur mit den Schultern gezuckt. Leider ist es so, in unserem Gesundheitssystem bleibt keine Zeit herauszufinden, welche Faktoren die Krankheitsentstehung begünstigt hat und dazu beigetragen hat. Leider hat der Arzt einfach nicht genug Zeit dafür. Also bist du gefragt, und wenn du nicht das in deinem Leben änderst, was dein Immunsystem jeden Tag herausfordert und stresst, bist du abhängig von der Wirksamkeit der Medikamente, die ehrlich gesagt nicht groß ist, nämlich nur 20 bis maximal 60% Schubreduktion pro Jahr. Das ist definitiv nicht viel. Wie ich schon gesagt habe, die Zeit der Ärzte reicht nicht aus, um zu hinterfragen, wie es dazu kommen konnte. Also herauszufinden, welche Faktoren dein Immunsystem so dermaßen stresst, dass es sich gegen sich selbst richtet und deine Nerven in einer Autoimmunreaktion zerstört. Das sind Entzündungsprozesse. Und diese Entzündungsprozesse werden durch Routinen, ungesunde Routinen, noch zusätzlich befeuert. Und Schübe werden somit wahrscheinlicher. Du darfst dich selbst auf die Suche der Ursache entzündlicher Verhaltensweisen machen, die deine MS immer wieder vorantreiben. Das ist leider nicht die Aufgabe deines Arztes, sondern reine Privatsache. Um diese entzündungsfördernden Faktoren in deinem Leben herauszufinden, musst du viele, viele Themen recherchieren. Da sind nicht nur Lebensmittel oder Nahrungsergänzungsmittel, auch noch ganz, ganz viele andere ganzheitliche, physiologische und psychologische Themen, wie zum Beispiel deine Darmgesundheit zu beurteilen, deinen Schlaf zu beurteilen, Zahngesundheit und auch Entgiftungsprozesse. Auf der psychologischen Ebene steht die mentale Gesundheit und dein Stressmanagement definitiv im Vordergrund. Um zu beurteilen, welche dieser vielen sehr komplexen Themen relevant für dein Leben sind und es sich lohnt, diese in dein Leben, in deine täglichen Routinen einzubauen, ist manchmal gar nicht so einfach. Unheimlich wichtig dabei ist, dass du verlässliche Quellen verwendest und auf dich anwendest. Ich persönlich sage immer, die Diagnose MS darf ja als Arschtritt oder als Tritt in den Hintern verstanden werden, um seinen ungesunden und entzündungsfördernden, meist leider unbewussten Routinen auf die Schliche zu kommen. Dabei darfst du sehr achtsam mit dir umgehen. Mir begegnet häufig, dass Menschen mit Multiple Sklerose aus Angst vor der Krankheit und ihren potenziellen Folgen erstarren und aus Folge dessen nicht ins Handeln kommen. Das kann verheerende Folgen haben, ganz besonders am Anfang der Diagnose. Die große Kunst und einer der entzündungshemmenden Tricks ist, hinzuschauen, nicht zu verdrängen, also die Diagnose von sich wegzuschieben. Der Impuls ist immer da, es nicht wahrhaben zu wollen. Oder nach einem ausgehaltenen Schub sich zu sagen, hey, es ist doch alles in Ordnung, ich bin doch gesund.
Der entzündungshemmende Trick ist, zu verstehen und sich selbst zu reflektieren und dadurch Handlungsmöglichkeiten zu haben, frühzeitig einzugreifen, um Schlimmeres später in der Zukunft zu verhindern. Also nicht zu verdrängen, sondern hinzuschauen. Das erfordert eine Menge Mut und alleine kann das ganz schön herausfordernd sein. Ein weiterer ganz, ganz mächtiger Trick wäre die Angst vorm Essen. Und die hat zweifelsohne jeder und ganz besonders am Anfang nach der Diagnose ist sie unheimlich intensiv. Hier jetzt nicht in die Erstarrung zu verfallen, sondern diese Angst als Motor zu nutzen. Angst macht kreativ. Versuche Lösungen zu finden, gesunde Lösungen, dich zu hinterfragen, wo liegt das Problem? Und das in dein Leben Stück für Stück, Schritt für Schritt, also langsam, nicht alles auf einmal, zu etablieren. So nutzt du deine Angst richtig. Die positive Folge davon ist, dass du dich so selbst durch deine Verhaltensweisen vor der MS selbst schützt und lernst, souverän auf sie zu reagieren, wenn sie sich mal meldet. Schon von Anfang an. Ich schaue mit meinen Klienten zusammen an, was in deren Leben das Immunsystem belastet und stresst. Ich unterstütze dich dabei, diese oft unbewussten Muster und Routinen zu erkennen und so zu verändern, dass sie sich ganz einfach in deinen Lebensstil einfügen und ununterbrochen entzündungshemmend wirken. Du bist vor allen Dingen nicht alleine damit. Du lernst quasi, deine entzündungsfördernden Quellen und MS-belastenden Gewohnheiten auszutricksen. Du arbeitest direkt an den Themen, an den Stellschrauben, die für dich ganz persönlich relevant sind. Und ich kann den einen oder anderen beruhigen, es ist nicht immer die Ernährung das erste Thema und der Verzicht auf alles, was lecker ist und Spaß macht. Oft können ganz kleine Veränderungen ganz, ganz große Veränderungen bewirken. Mit ganz, ganz wenig Mühe. Das kann zum Beispiel eine komplett andere Herangehensweise sein oder eine smarte kleine Ergänzung zu dem, was du ohnehin schon tust. Zusammen finden wir deine ganz individuellen Tricks, die nur auf dein Leben passen. Was meine ich genau damit? Wie finden wir heraus, was für dich funktioniert? Und vor allen Dingen auf der anderen Seite decken wir auf deine blinden Flecken, was du bis jetzt nicht gesehen hast, was deine MS fördert. Hierzu ein kleines Beispiel. Du machst zum Beispiel alles, um deine körperlichen Symptome zu verbessern. Du gehst zur Physio, du bewegst dich regelmäßig, du machst akribisch deine empfohlenen Übungen. Aber nichts verändert sich. Dann ist es sehr wahrscheinlich, dass der Hebel zu einer Verbesserung nicht bei dem liegt, was du gerade tust, sondern woanders. Gemeinsam machen wir uns auf eine ganzheitliche Suche. Aus meiner Erfahrung ist es dann häufig eine Veränderung im Stressmanagement, an der Erholung oder Entgiftungsprozesse vorantreiben, die Verdauung fördern oder etwas ganz anderes könnte der Schlüssel sein. Also welche Tricks und Stellschrauben greifen genau bei dir? Das müssen wir ausprobieren. Zu einem milden MS-Verlauf und zur Erhaltung vor allen Dingen deiner Leistungsfähigkeit, besonders am Anfang der Diagnose oder wenn dich mal wieder ein Schub eingeholt hat, kannst du eine ganze Menge selbst beitragen. Nutze am besten alle Möglichkeiten, um gesund zu bleiben. Hol dir direkt einen kostenfreien Beratungstermin mit mir. Den Link dazu findest du unter dem Video. Denn jetzt ist der beste Zeitpunkt, deine Gesundheit natürlich
zu bewahren für deine gesunde Zukunft mit bestmöglicher Leistungsfähigkeit. Ich freue mich, mit dir zu sprechen.